Hallo und herzlich willkommen bei Magic Life. Heute habe ich wieder eine Präsentation für euch und zwar über ein Buch, das heißt Die Spiderwick Geheimnisse. Und dieses Buch hatten wir im Unterricht. Hier ist es. Und das haben wir uns so bestellt. Und wir haben das im Unterricht auch gelesen. Eigentlich zu Hause wegen Corona. Aber mir hat das Buch ziemlich gut gefallen. Und dann dachte ich, wieso stelle ich es an? Also mache ich einfach keine Präsentation davon. Und dann habe ich einfach eine gemacht. Die ist ziemlich kurz, aber trotzdem toll. Ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Also hier sehen wir einmal das Inhaltsverzeichnis, was gleich noch kommen wird. Gleich wird noch der Steckbrief kommen, dann die Autoren, das Thema, die Hauptperson, Empfehlen, wie findest du und dann das Präsentationsende, eigentlich wie immer. Hier sehen wir einmal den Steckbrief. Der Name ist Spiderwick Geheimnisse. Der Untertitel eine unglaubliche Entdeckung. Die Autoren sind Tony DiTerlizzi und Holly Black. Und die Personen sind Jared Grace, Simon Grace, Mallory Grace und Helen Grace. Also in diesem Band 1. Hier auch. Die Nummer, also beziehungsweise das Buch Band 1, weil es gibt noch Band 2, Band 3 und so. Und ja, das heißt auch eine unglaubliche Entdeckung von Band 1. Hier sehen wir einmal die Autoren. Das sind die beiden und das sind Tony DiTerlizzi und Holly Black. Und die haben das Buch geschrieben. Also ein Riesenlob. Die haben so ein. Also das Buch hat mir sehr gut gefallen und ja, weiter so. Hier sehen wir einmal den Thema. Also erstmal möchte ich meine Meinung dazu sagen. Es ist super toll, sehr spannend. Action ist auch dabei. Bisschen Horror vielleicht, aber angepasst. Aber auch für Kinder gedacht. Und ja, es geht darum, die sind umgezogen in ein altes Haus. So sieht es aus. Und das Haus hat niemandem richtig gefallen. Aber es war ziemlich groß und dieses Haus war voller Geheimnisse. Und Jared war der Einzige, der sich dafür interessiert hat. Und im Alltagsleben, da geschieden dann sehr merkwürdige Sachen. Und alle dachten, das war von Jared ein Streich oder ein Scherz. Und und Jared hat gesagt, nein, ich war das nicht. Aber die Mutter hat behauptet, weil sie sich nicht so gut vertragen haben mit Mallory, der Schwester, dachte die Mutter, es wäre Jared. Und dann hat Jared so ein Buch gefunden, sich das durchgelesen und ein bisschen die Geheimnisse fast herausgefunden. Und ja, also das war eigentlich das Eigentliche von Band 1, also voller Geheimnisse war das. Die Hauptpersonen, das sind Mallory Grace, Jared Grace und Simon Grace. Und die drei, die sind so am meisten vorgekommen. Helen Grace habe ich jetzt hier nicht abgebildet, weil das die Mutter war. Und die hat dann einfach nur so kurz behauptet, dass das Jared war und so, aber richtig eine Hauptperson würde ich das jetzt nicht nennen. Also die drei waren im Band 1 ganz oft vorgekommen, also es ging ganz um die und deswegen sind das von Band 1 die Hauptpersonen. Empfehlen, also wenn du zu Bücher stehst, von denen es mehrere Bänder gibt, dann ist dieses Buch richtig gut für dich gedacht. Oder wenn du einfach mal dir Zeit nehmen willst und so spannend oder wenn du also spannend Action-Typ bist, dann ist das Buch für dich. Aber wenn du eher so für das Wissen was willst oder eher zur Romantik stehst, dann ist das Buch nichts für dich, aber ziemlich cool und alles ist da drin angepasst, also das Buch ist ziemlich super, doch wenn du nicht so auf Action und ein bisschen Horror und Abenteuer stehst, dann ist das Buch nichts für dich, aber ich finde es schon richtig cool. Wie findest du, also von meiner Erklärung, wie findest du das denn eigentlich? Schreibst einer von diesen Fragen, schreibst du es einfach mir unter die Kommentare und dann weiß ich, wie dir das Buch gefallen hat. Und ja, ich würde sagen, es geht weiter.
Jetzt war schon das Präsentationsende und eure Fragen zu dem Buch könnt ihr mir auch einfach unter die Kommentare schreiben. Ich beantworte die und ich würde mich über einen Daumen hoch, ein Abo und die Glocke anzuschalten super freuen und hoffentlich hat euch meine Erklärung gefallen, falls ihr dieses Buch noch nicht kennt. Also ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!